Herzlich willkommen an einem der schönsten Arbeitsplätze der Welt. Mein Name ist Dr. Heidi Christ. Ich habe Musikethnologie studiert und wenn ich Ihnen jetzt verrate, dass ich die Leiterin der Forschungsstelle für fränkische Volksmusik bin, dann können Sie sich unter diesem schwierigen Wort was vorstellen. Ich habe dieses Fach gewählt und arbeite hier an der Forschungsstelle, weil mich seit langer, langer Zeit interessiert, warum Menschen welche Musik für sich selber nutzen. Und weil ich diese Musik selber auch mache und wahnsinnig gern mag. Wenn ich die Augen zumache und mir fränkische Volksmusik anhöre, dann habe ich wahrscheinlich eine uralte, über 100 Jahre alte Schellackplatte aufgelegt und das zuckt mir dann so richtig in den Beinen, weil die spielen so wahnsinnig grobi und tänzerisch. Ich stelle mir vor, ich würde wahnsinnig gern tanzen. Oder aber ich kann endlich wieder mit meiner Kapelle selber die Musik machen, wie damals. Die Forschungsstelle für fränkische Volksmusik gibt es schon seit 40 Jahren. Seit 2001 sind wir in diesen wunderschönen Räumlichkeiten hier in Uffenheim. Wir stellen alles voll mit Büchern. Auf der anderen Seite könnten Sie CDs und Schallplatten sehen und natürlich auch Besonderheiten wie sowas hier. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Wir vorher noch nicht. Das stammt wahrscheinlich aus einer Kirche und zeigt uns für die einzelnen Instrumente große Notentafeln, von denen man gemeinsam zum Beispiel an Weihnachten vom Himmel hoch, da komm ich her singen kann, 1901 aufgeschrieben und an Pfingsten 1901, wie schön leuchtet der Morgenstern. Es gibt also was zu lesen, was zu musizieren und auch was anzuhören bei uns. Unsere Aufgaben sind das Sammeln, das Dokumentieren, das Archivieren, das Zugänglichmachen und das in Kontext stellen von allen möglichen Dingen, die zur Volksmusik gehören, zu der Musik, die Sie vielleicht daheim in der Küche vor sich hin singen, weil es die Oma schon so gesungen hat, oder wenn Sie auf der Kirchweih sind und feiern, vielleicht auch in der Kirche, von der Wiege bis zur Bahre. Und wir sind die einzige Stelle, die von den drei fränkischen Bezirken finanziert und getragen wird. Jetzt nehme ich Sie mal mit durch unsere Räume und zeige Ihnen ein paar Dinge, die mir sehr am Herzen liegen. Wenn Sie in unser Stockwerk kommen, dann sehen Sie als erstes diese beiden wunderschönen Schränke. Die haben wir nicht selber gemacht. Die hat ein Schreiner gemacht aus Winsbach, der gleichzeitig auch Volksliedsammler und Volksliedmacher war und dessen Nachlass wir bei uns im Haus haben. Obendrauf haben wir zwei historische Trommeln platziert. Die große Dicke stammt aus Feuchtwangen und zwar aus der Kapelle, in der die Familie Fürst zu Hause war. Die sagt dem einen oder anderen vielleicht was, weil Georg Fürst diesen berühmt-berüchtigten Badenweiler Bardon-Willer-Marsch komponiert hat. Und die andere kommt aus Oberfranken, aus Bad Berneck. Die ist schmäler, aber schwerer, weil aus Metall und nicht aus Holz. Sie können den ein oder anderen Blick in unsere Bücherregale riskieren. Weit über 30.000 Bände stehen hier mit Liedern. Da kommen wir gleich vorbei. Und in dem Bereich hier ist alles das, was man für die Wissenschaft braucht. ...1605 Liederbücher, Gebrauchsliederbücher, so wie Sie es vielleicht auch zu Hause haben, mit Liedern aus Franken, aus Bayern, aus anderen schönen Gegenden in der ganzen Welt, stehen hier in diesem Raum und werden bewacht von unseren drei Teufelsgeigen. Das sind Teufelsgeigen, die gibt es auf der ganzen Welt. Das sind sehr einfache Rhythmusinstrumente. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, aber Sie können
damit Lieder begleiten, Tänze begleiten, Liederbücher bewachen und den Krach vom Server überdecken. Jetzt sind wir in dem Bereich gelandet, in dem wir unsere Musikinstrumente sammeln. Man kann mit jedem Instrument Volksmusik machen. Nur für Keyboards ist hier nicht so wahnsinnig viel Platz. Akkordeon, Harmonika, kennt jeder. Ich nehme mal eine kleine, die macht nicht ganz so viel Krach. Kein mystisches Instrument, nicht zum Vertreiben von Geistern, sondern in der katholischen Kirche in der Karwoche eingesetzt, wenn die Glocken in Rom sind, um sich dort den Segen vom Papst abzuholen oder vielleicht auch die Ostereier mitzubringen, dann werden vor den Gottesdiensten und in den Gottesdiensten solche Ratschen und Klappern eingesetzt. Wir bewahren diese Instrumente auf, weil sie dort in den Gemeinden, wo sie ursprünglich zu Hause waren, nicht mehr gebraucht werden, aber weil es natürlich diese musikalischen Bräuche auch in der Kirche nach wie vor gibt und wir verschiedene Bauweisen von solchen Instrumenten, von allen Instrumenten, die wir hier haben, gerne sammeln und zeigen möchten. Man sieht ja, dass die auch mal im Feuer stand, die Signaltrompete, die Feuerwehrtrompete, die selber im Feuer war. Man sieht auch, wie das gespielt worden ist, ne? Also das ist gebraucht worden. Tatsächlich, da sind tolle Gebrauchsspuren drauf. Vielleicht kennt der ein oder andere von Ihnen Bänkelsänger, die früher auf Marktplätzen unterwegs waren und solche Liedertafeln dabei hatten, dass jeder genau die Geschichte kennt von dem Paar, das sich verliebt, sich ewige Treue schwört, dann gibt es hier Stress und vor der Hochzeit stirbt die Braut und der Bräutigam kehrt zurück, das ist nämlich der Falsche hier, er trifft die Braut an. Und wie durch ein Wunder ist sie noch am Leben. Solche Tafeln hatten die früher dabei. Die hier ist nachgemalt, weil der erste Leiter der Forschungsstelle, Dr. Horst Steinmetz, das Lied dann auch vorgetragen hat dazu. Und jetzt kommen Sie einfach noch mit zum Ende der Tour in unser kleines Tonstudio. Sie sehen erneut viele graue Schachteln mit Schallplatten, mit Schellackplatten. Und wenn meine Kollegin jetzt da wäre, ich bin nämlich nicht alleine, ich habe eine Kollegin und einen Kollegen und noch eine Projektmitarbeiterin. Ohne die könnte ich das alles gar nicht schaffen hier. Die Kollegin würde jetzt hier die Schellackplatte auflegen und würde die in den Computer überspielen, damit wir sie weiter bearbeiten können. Und ab dem Jahreswechsel 2021/22 gibt es diese Schellackplatten dann tatsächlich auch im Internet kostenfrei für alle anzuhören mit den ganzen Informationen, die wir dazu haben. Ich persönlich denke, es ist eine Frage des Alters, wenn man sich mit der Volksmusik, mit Bräuchen, die man selber begeht, auseinandersetzt. Aber auch junge Menschen haben ständig mit Volksmusik zu tun. Die spielen in der Blaskapelle, vielleicht im Posaunenchor, sie sind auf der Kirchweih aktiv oder machen für ein Familienfest irgendwas, dann ist das Volksmusik. Wenn Sie dazu Fragen haben, wenn Sie was über ein Lied wissen wollen, über ein Instrument, wenn Sie Noten suchen oder wenn Sie wissen wollen, wie wir so arbeiten, wenden Sie sich an uns. Auf unserer Facebook-Seite gibt es an jedem Werktag einen Beitrag über unsere Arbeit. Da ist für jeden was dabei und Fragen beantworten wir auch gerne.